Willkommen zur Bootstour. Ich zeige unser Segelboot, öffne alle Schränke und gebe noch einen Einblick darüber hinaus. Willkommen an Bord von Sora. Ich wohne hier zusammen mit Tobi. Wir wohnen seit 1,5 Jahren auf unserem Boot und es ist eine Contest 32. Das heißt, das Boot ist 9,70 Meter lang, hat einen Tiefgang von 1,40 Meter, ist an der breitesten Stelle 3,34 Meter breit und ist von 1978, also 40 Jahre alt. Und ich würde euch gerne zeigen, wie wir hier so wohnen. Und jetzt nochmal langsam und von vorne. Und hier haben wir unser Bett, unsere Bücher, ein Klappfahrrad. Ich finde es ja eigentlich immer am interessantesten, was sich hinter den Schränken verbirgt. Deswegen. Das ist Tobis Unordnung und meine. Das ist der Gaskasten. Hier drunter war einmal ein Waschbecken, aber das haben schon die Vorbesitzer rausgenommen. Und hier haben wir dann unseren Ruderquadranten. Und ein Schuhregal. Und das ist der Aufsatz für die Notpinne, die hier durchgeführt wird. Stauraum. Das ist quasi der Keller, in dem wir unseren Inverter, das Ladegerät für die Lichtmaschine, den Kompressor haben. Und es ist wirklich der perfekte Ort, wo man nichts mehr wiederfindet. Und noch mehr Stauraum. Die Welle. Und vom Schlafzimmer geht es weiter in die Küche, wobei hier erstmal noch unsere Schränke kommen. Hier sind die ganzen Segelsachen, Rettungswesten und Kartoffeln. Und hier haben wir den Strom. Beziehungsweise im oberen Fach ein kontrolliertes Durcheinander. Und dann unten die Sicherung für die stromintensiven Geräte, wie zum Beispiel Autopilot oder Heizung, plus den Landstrom mit Zähler und FI-Schalter. Und den Motor. Es ist der Original Volvo Penta Motor mit 3 Zylindern und 36 PS. Er ist direkt gekühlt. Leider sieht man ihm die Jahre auch an. Wir haben allerdings schon angefangen, einige Reparaturen durchzuführen. Wie hier den Anlasser und den Wassersammler. Im Motorraum ist außerdem die Eberspeicherheizung und die Filter für den Tagestank. Und hier bin ich in der Küche. In der Küche haben wir als erstes einen neuen Herd gekauft, da der alte schon 40 Jahre alt war. Und Tobi hat vor kurzem hier die Schrankwand etwas verkleinert, also unten das rausgenommen und Regalfläche geschaffen und somit auch mehr Arbeitsfläche und vor allem mehr Platz, um Sachen abzustellen. Zum Abwaschen benutzen wir in der Küche immer erst Salzwasser. Das Salzwasser kommt über diesen Hahn und danach Süßwasser.
das entweder über die Armatur bedient werden kann oder über die Fußpumpe. So kann man auf jeden Fall super Wasser sparen. Das ist unser Salzwasserhahn. Und hier ist das Süßwasser. Den Griff hat Tobi angebracht und auch die Schublade verlängert. Und noch mehr Stauraum. Im Salon sind das Wichtigste die beiden Sofas. Hier liegen wir gerne rum und erholen uns von unserer Arbeit. Am liebsten, indem wir anderen bei der Arbeit zuschauen. Unter meinem Sofa ist der große Wassertank, in den 200 Liter passen. Hier ist der Wassermacher drunter und der Tank, in den das Wasser vom Wassermacher geht. Und schläuchelt. Der Wassermacher kann 6 Liter Süßwasser pro Stunde produzieren und die Energie dafür können wir mit unseren Solarzellen abdecken. Hier im Boden sind unsere Pumpen für Salzwasser und für Süßwasser, als auch die ganzen Verbindungen zwischen den beiden Tanks, sodass wir zwischen den Tanks hin und her schalten können oder den einen Tank durch den anderen befüllen können. Und hier bin ich in der NAV-Ecke. Hier ist der Energiemonitor, der anzeigt, wie viel Energie wir durch die Solarzellen gerade in die Batterie speisen. Der Motorstundenzähler, der auch eine Temperaturanzeige hat, und zwar für die Meerestemperatur und die Auspufftemperatur. Unsere Wassertankanzeigen für den großen Wassertank und für den kleinen Wassertank, den wir nur über den Watermaker füllen. Das Funkgerät mit AIS, die Heizungsregelung und 3 Alarme für, also 3 Alarme, die bei einem Leck losgehen würden, beim Navigationsfehler oder durch einen Annäherungsalarm und wenn die Motorkühlung zu warm wird. Das Radar, Navtags und die Solarregelung. Hier unten sind die Sicherungen, unsere Handfunkgeräte, Kompass, Batterien, Krams. Und hier sind unsere Batterien. Wir haben 3 Gel-Batterien, die jeweils 150 Amperestunden haben. Hier sind noch unsere Stirnlampen, Sonnenbrillen, der Windmesser, das Radio und unser Satellitennachrichtensystem. Und noch mehr Stauraum. Noch mehr Stauraum.
Zum Schluss zeige ich noch kurz die Vorderkabine. Hier sind wir in der Vorderkabine und ganz klar ist das ein Multifunktionsraum. Wir haben hier Lager, Segelkammer, Werkstatt. Und wenn wir Gäste kriegen, wird aufgeräumt. Und es ist das Gästezimmer. Und am besten mache ich auch schnell wieder zu. Und zu guter Letzt. Im Badezimmer haben wir bisher relativ wenig verändert. Wir haben die Waschmaschine gekauft und Tobi hat die Spülung auf eine elektrische Spülung umgeändert, sodass immer eine feste Wassermenge abgespült werden muss, was auf jeden Fall wichtig ist, um Verkalkung zu verhindern. Und zwar kann per Fuß die Schüssel befüllt werden, immer eine bestimmte Menge, deswegen kann nie zu wenig gespült werden. Und dann wird abgepumpt. Das war's mit der Bootsführung. Ich hoffe, ihr habt schon mal einen Eindruck gewonnen. Bei vielen Sachen wollen wir noch mal längere Videos machen, um auf die ganzen technischen Details eingehen zu können, wie zum Beispiel beim Watermaker oder bei den Alarmsystemen, die wir eingebaut haben. Damit ihr nichts verpasst, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Das kann ich ja noch zusammenschneiden. 3,50 Meter ungefähr breit und mit einem Tiefgang von. Nein, nicht so breit. Doch, ich habe es nachgeguckt. 3,34 Meter. Ja, danke. Super. 350 Amperestunden. 350 Amperestunden. Wir streiten uns nie. Stimmt, wir streiten uns nie. Beim nächsten Mal verlassen wir endlich die Marina und ankern das erste Mal bei 30 Knoten Wind.